Ich hatte Halluzinationen, ich konnte nicht mehr selber atmen. Der Punkt, wo es für meine Mutter, glaube ich, am traumatischsten wurde, war, als mein Atem nach Nagellackentferner gerochen hat. Ich weiß, dass eben mein Vater reingegangen ist. Er hat der Frau im Empfang nur zwei Symptome gesagt, die ich habe, und sie direkt, ihre Tochter hat ganz sicher Diabetes und hat eine schwere Überzuckerung. Und sie sofort rausgerannt ist und mit dem Rollstuhl mich reingeholt hat. Und dann erinnere ich mich erst wieder, dass ich aus dem Koma aufgewacht bin.